Der down? Boah, ich bin so gut, ey. Geholt. Also der Granatenwerfer an der Waffe ist echt geil. Oh, Alter. Einer, ein Feind noch zwischen den Zelten. Weiter Feind. Oh, da kommen aber noch mehr. Guck mal da unten. Nee, da kommen jede Menge gerade euch entgegen. 7 Leute. Du musst übrigens Enter-Taste länger halten, wenn du bei irgendwem spawnen willst. Ich kann nicht. Du bist dann immer noch. Ich kann mich wieder. Okay, Angriffstruppe eliminiert. Das war's mit ihr. Gebietsreise ist gerade nicht möglich. Ach, das sind die Rebellen. Das Der schießt da? Der steht direkt davor. Der steht hinter euch. Also Jordel, bei dir in meinem Rücken fühle ich mich absolut sicher. Nein, ich habe dort unten jemanden beschossen. Wo war denn der jetzt? Da unten. Ich markiere ihn, warte. Meinst du den? Da kommt noch ein Heli. Nicht. Ich habe keine Granaten mehr. Läuft da rüber. Zwei Leute sind vor. Also Nummer 1. Bei Nummer 1 ist noch einer auf der anderen Seite vom Container. Nummer 1. Der andere geht jetzt durch den Container durch. Hat gerade was rausgeschmissen. Wenn er seine hässliche Fresse raus zeigt, werde ich ihn töten. Abschuss. Scheiße, das war nichts. Put. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Er bewegt sich zurzeit nicht, der im Container ist. Mir irgendwer so eine Hand hier hinreichen, dass ich hier wieder raus kann? Na, was machst du da hinten? Außer sterben. Was mit ihm? Wer? Ich hab nur aus dem Aussichtsturm einen erschossen. Nee, der andere rennt gerade hoch. Ja, ja. Der rennt gerade zum MG. Der ist jetzt am MG dran. Hab ihn getroffen. Tot. Doch nicht? Jetzt ist er tot. Das ist ein Treffer. Ja, viel Sniper Elite 4 gespielt. Ich hab keine Muni mehr. Auch wenn ich kein Sniper-Elite gespielt habe, möchte ich sagen, dass ich doch relativ gut schieße hier. Ja, die Kugelballistik ist jetzt ich nicht so der Burner. Ich kann einfach nicht blitzreisen. Du musst länger Enter halten. Klemmen wir ihn den Strom ab? Ja, aber wenn da steht, Blitzreise nicht möglich, wird Enter halten wohl auch nicht. Nee, das hilft doch nicht. Ich glaube, jetzt haben wir einfach das Lager leergeräumt. Warum gibt's denn jetzt wieder einen Alarm? Achso, weil ich da hinten einen getötet habe wahrscheinlich. Das andere Lager. Ah, hier ist Munitionskiste. Ja, ich glaube, ich muss mich rausspringen und du musst mich wiederbeleben. Nee, warte, da ist noch ein Gegner bei dir. Auf den Boden. Hier ist kein Gegner. Doch, ich sehe ihn doch. Ich sehe eine kleine Gruppe Tankos. Wo ist ein Gegner? Durch. Das war kein Kopftreffer. Ich baller mich mal selbst raus. Okay. Es hat dazu geführt, dass ich noch tiefer im Loch liege. Einfach respawn, geht das? Warte, ich kann dich nicht so heilen. Geht das? Ja, aber ich glaube, ich stecke dann immer noch im Loch fest. Ey, ich hab nicht gesehen. Ja, ich werde. Beleb mich mal nicht wieder, ich werde einfach sterben. Bam, Ziel erledigt. Mama! Lass mich. Komm mal gehen. Oh, kannst nicht mal über mich rüberfliegen, du scheiß Heli?
Au! Oh, ich lieg genau am Zaun vorne. Warte, krieg ich dich? Da liegst du. Da liegst du auch noch oben drüber. Okay, komm. Das wird schon wieder, mein Imperator. Das war knapp. Wir gehen jetzt einfach ins Lager rein. Und hier? Weil irgendwie passt... Da sneaken überhaupt bis gerade. Ja, wenn wir alle reinstürmen jedes Mal und rumballern? Jetzt kommt schon wieder der nächste Hubschrauber. Ja, ja, dann sind einfach auf. Alle reingestürmt. Wir haben das doch eigentlich relativ gut geregelt. Danke für den Ratschlag, doch. Ich glaube, der Heli interessiert sich nicht mehr für uns, oder? Wie macht man das jetzt hier kaputt? Wahrscheinlich mit einem normalen Sprengsatz. Oder einer Granate. Ja. Bist du weg? Dann schmeiß ich eine Granate. Ich bin weg. Granate fliegt. Nimm das hier, Säcke. Hier ist wieder Zubehör für Waffe. Das wollte ich schon. Ah, nee, hier. Gegner wieder. Noch mehr Schaden, aber ganz laut. Ziel 5 gesichtet. Wo bist du denn, Jörg? Ich will mal an. Mit dem Lauf. Für den Alarm kann man anscheinend kaputt machen. Ach, den Stromanschluss auf. Den Strom weggemacht. Dann war es. Jetzt auf den Dingens gesetzt. Oh, ist das ein geiles Teil. Ey. Schnell, Leute. Ich hab Spielzeug gefunden. Also das Spiel ist im derzeitigen Zustand zu empfehlen, ja. Ich würde es aber nur machen, wenn du mit Leuten im Koop spielst. Ja, alleine wird es, denke ich, eher schnell langweilig. Ja. Mit drei anderen Mobs ja, ist das sehr lustig. Was denn? Willst du mitkommen? Kannst du mal kurz warten? Boah. Wie hast du denn schon wieder so schlechte Laune? Oh Mo, ich hab keine schlechte Laune, aber darf ich auch mal in meine Sachen ordnen und so ein Scheiß? Ja. Hä? Kann da nur einer rein? Nee, wir sind zu zweit gerade. Sitzt hinten drin. Ich glaube, damit können wir aber nicht sneaky sein. Ja, ist ja egal. Machen wir nicht. Wo war die Fertigkeit? Wir haben hier nachgerüttelt. Okay, ich sag mal, das Spiel lässt dir schon die Wahl, wie du vorgehst. Ich glaube, wir wurden gesehen. Nein. Links von uns, Jordel. Kannst du den ja, sehen? Ich kann nicht schießen, wenn ihr fahrt. Wie, du kannst nicht. Ja, wenn wir das fahren. Wackelt wie sonst was. Ja, dann schießt du jetzt. Da links von uns. Da ist rechts. Achso. Ja, komm ich nicht hin, ist was im Weg. Granate, volle Deckung. Granate. Das Ding krallt schon ziemlich. Ja, wir werden auch von allen Seiten beschossen gerade. Ich glaube, das war keine. Geh mal raus hier. Viel Glück. Danke. Was macht ihr da denn gerade?
Links, Jordel. Ist tot. Vor allem, es ist noch weißer Rauch. Schwarzer Rauch ist das gefährlich. Ich hab mal ein bisschen was aufgedeckt hier. So, ich glaube, ich bin sonderlich viel weiter. Ich steig aus, Jordel. Warte, da ist einer. Ach nee, ist Barat, oder? Ich hab auch ganz schlimm Asthma hier drin. Tango getroffen. Hier die Rebels gerade unten an dem Hauptpunkt. Dann die Treppe runtergefallen. Boah, wo kommt man hier denn raus? Hier ist alles eingemauert. Laptop. Kann man zu wem von euch schnell reisen? Ah, sehr gut. Unter den Lautsprechern soll übrigens ein Kästchen sein, das kann man zerschießen und dann kommen keine Helis mehr. Den hatte ich schon gesehen, aber man muss es halt mein Visier ins Visier kriegen. Sollte es keinen Alarm mehr geben ohne Strom. Das stimmt, das geht auch. Dafür Hubschrauber. Heli im Anflug. Ja, das da kümmere ich mich drum. Gibt's Dixie-Klo? Ja. Was haben wir denn hier noch? Komme ich jetzt endlich mal hier rein, oder wie? Alien-Staub. Da war einer an einem Geschütz. Ja, ja. Hier hinten steht auch wieder ein Schützenpanzer, falls das neuer ist. Ich mach das, ich fliege. Oh, jetzt habe ich den Fertigkeitspunkt gar nicht geholt. Wegen mir. Nein, lass mich nicht zurück. Ich bin alleine im Heli, ich lasse wenn alle zurück. Also eigentlich werde ich zurückgelassen, während ich von euch wegfliege. Boah, weißt du, ich lag das Ding gleich hoch. Weil ihr die Gruppe seid. Ich muss leider noch mal rüber. Ich auch. Ich glaube, die Rakete kam nicht an. Da hinten ist irgendwas hochgegangen, nämlich. Er sagt ausweichen, also denke ich mal. Nee, da ist irgendwas explodiert weit weg von uns. Ich lande einfach mal mitten im Lager. Okay. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Warte, könnt ihr aufs Dach rauf? Nee, ne? Sieht gerade nicht so aus.
Wo müssen wir hin? Ja. Nebeneinsatz oder halt eine neue Akte besorgen. Aber auf dem Weg wäre halt hier noch der Nebeneinsatz mit wieder mit den Antennen. Unterstützungsaufwertung. Oh, wow. Alter. Ja, ich komme gerade aus dem Menü zurück. Da kommt noch eine Rakete. Ja, was glaubst du, was ich gerade mache? Oh, ich fliege genau über das Ding rüber. Und du bist außerhalb des Operationsgebiets. So viele Sachen auf einmal. Danke, dass Sie mit Mo Airlines fliegen. Mo, du hast den Flieger. Geronimo! Ja. Ja. Alter, das sah schon actionreif aus. Ich denke mal, die nächste Antenne ist die, die da unten im Tal ist, oder? Roll the credits. Wir müssen sie deaktivieren noch. Ja, natürlich. Ich guck doch nur schon mal. Dann deaktiviert sie jetzt. Dich lasse ich auf keinen Fall fahren. Finden wir die andere Antenne schnell. Ich komm nicht rein. Oh, da Alter. Ist eine andere Tür. Boah. Echt, ey. 1,6 Kilometer? Schaffen wir das? Ja, vor? Einfach quer von Karpaten musste. Und mit deinen Karpaten, ey. Das heißt halt Karpaten. Die Walachei. Wie auch immer. Bam, bam. Er ist zum Glück ein bisschen mehr aufgehört, glaube ich. Oh, das wird jetzt kompliziert. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Oh. Okay. 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 Hört mal. Noch dabei. Wir haben nur noch 30 Sekunden und 500 Meter. Ja, ich gebe doch schon Gas. Ich bin schneller, Mo! Wir haben keine Zeit. 12 Uhr ist Essen. Rudi, wir kommen. Jordl hat gekocht. Benutzt Nitro! Die gleiche Idee. Da sind Feinde! Tango down. Oh, noch Gott, ein Tango ist auch down, aber ich bin auch fallen gegangen. Warte, ich heile dich. Alter, das war, wir sind eigentlich wie kopflose Hühner da rein. Waren ja nur noch ein paar Sekunden. Oh shit. Also Autofahren kann ich nicht so gut wie. Gut. Ja. Hätte ich besser machen können, dann wären wir nicht so unter Stress gewesen. Oh, scheiße. Muss kurz anpassen. Verteil mal kurz dran. Oh ja, Tatsache. So. Drohne fliegt. Augen auf, es sind Gegner in der Nähe. Wo denn das? Oh, das Ding ist laut. Ja, ich habe die andere wieder genommen. Mit dem Meinst du das andere Snipergewehr? Ja. Ja, steht ja auch dran, dass es super laut ist. Ach, so laut finde ich die gar nicht. Das hört sich aber schon böse an. Ja, wenn du nicht anständig bist, ich habe immer eine Kugel mit deinem Namen drauf. Entschuldigen Sie, Dr. Poff, brauchen Sie eine Mitfahrgelegenheit? Ich verstehe nicht, wie ehemalige Soldaten hier unterfliegen. Pascal? Ja, ich bin da. Was? Mitfahren? Da kann man ja gar nicht einsteigen. Ach, da sitzt ja schon jemand. Materie auf Materie geht wohl nicht. Wir können uns doch auf der Jordan. Um mich zu kaufen, gibt es gar nicht. Sehen wir uns, dass das Ding hier aufgelöst wird.
Auf einem Schießstand in Fort Bragg arbeiten und den frischen Boah, weißt du, man drückt auf die Bremse und das Ding schaltet sofort in den Rückwärtsgang und haut den Rückwärtsgang rein. Leertaste Handbremse ist doch nicht Rückwärtsgang. Ja, aber ich bin halt gewohnt, S benutzen zum Bremsen. Wollen wir die Gegner hier töten oder fliegen wir einfach weg? Wegfliegen. Da sitzt, die stehen da drüben einfach und gammeln. Also eine gute Granate und dann ist aus. Richtig, gute Granate, alle sind tot. Warte. Wir machen das mit Stil, ja? Stil? Ja. Das heißt, einfach rumballern an aller Wakba. Wir schmeißen die Horde rein und sprengen in die Luft. Nein, wartet. Mal sehen, zurück, bevor sie dich entdecken. Und da boom. Kommen Raketen! Ja, ach nee, das sind meine. Und boom. Ach, du hast den Mörserbeschuss gemacht. Ja. Alles sauber. Alles okay. Aber das war wirklich mit. Aber die Fahrzeuge explodieren, also dabei sterben Zivilisten. Das ist Kollateralschaden. War es auch in deinem Plan involviert? Kollateralschaden? Hey, wo seid ihr jetzt? Oh, warte. Wir sind auf dem Dach, Jörg. Ich wollte mich jetzt wieder hochsetzen. Warum da ist? Da. Warte, ich muss hoch. Hast du gerade gesagt, wir sollen wegfliegen? Ja, genau. Aber um wegzufliegen, müssen warte, wir auf gut, das Dach. Warte, gut, mach mal unten ab, dann brauche ich nicht hochlaufen. Volle Socke, Alter. Okay, also was braucht Jordan? Jordan braucht Seife und Söckchen. So. Ich würde sagen, wir gehen mal hier auf dem Hang runter. Ach, die kann ich nicht speziell umrüsten. Deshalb sind da diese Blätter dran. Bei Miniguns. Mann, was ne Scheiß. Mine, C4, Blendgranate, Ablenkköder. Ey, warum bin ich allein da im Helikopter und rutsche den Abhang runter? Weil du dumm bist. Oh, ihr Bananen, ich war im Menü. Ziel 5 gesichtet. Vorsicht, oben sind 3 Leute drin. Also sagen wir es mal so, hier hört eigentlich keiner keinem zu. Was richtig. Aber Mo, du hattest ja gerade eben gesagt, ich lande mal auf dem Abhang hier. Ja, aber was interessiert mich, ob der auf dem Abhang landet? Ja, aber ja. Du hast es erst nachdem gemerkt, nachdem du runtergerutscht bist. Okay, Nummer 2 habe ich im Visier, könnte ich ausschalten. Ich glaube, soweit haben wir erstmal alle Relevanten hier. Oh, ich kann einen Schalter vertraut machen. Natürlich. Wieso kannst du darauf einen Schalldämpfer machen? Jeder kann das. Du musst einfach nur visieren oder F drücken. Wenn du, also beim Anvisieren F drücken oder. Ja, nee. Anvisieren damit und F drücken. Fertig. Vorsicht, die eine ist schon aufmerksam. Also ich glaube, ich könnte Nummer 1 killen. Ich kann Nummer 2 killen. Kann wir ja, Nummer 3 machen? Ja, aber da ist ja noch eine dritte. Den habe ich nicht im Visier. Dann beweg dich so, dass du ihn im Visier hast. Nö. Er solle sich in mein Blickfeld begeben. Ich vermage nicht, mich zu bewegen, um ihm das Leben zu nehmen. Vermag. Oh, aber Mo, ich wusste gar nicht, dass du ein Dichter bist. Ja, warte, ich komm rum. Nee, ich mach das Panorama-Ding wieder dran. Auch wenn ich vielleicht nicht mag sein, ein Dichter, bin ich doch ganz schön dicht. Was? Moment, ich muss kurz ausrichten.
halt sogar dabei meine Hand so nach vorne und kneife meine Augen so zusammen und gucke in die Ferne, ey, richtig schlimm. Hä, wo ist denn jetzt die 2 und die 3? Die zwei, ist sind alle oben auf dem Turm. Ja, aber da ist ja auch die 3. Kannst du die 1 machen, Jodel? Ja. Gut, ich weiß nicht, ob ich gehe einmal rum noch. Warte, lass mich noch mal kurz mit dem Fernglas da reingucken. Hey, Sicario mit Maschinenpistole. Ich weiß nämlich nicht, ob ich 3 erschießen kann. Nee, warte, ich muss weiter. Ey, was ist denn das? Das ist Nummer 3. Du hast eine Sniper, aber das Ding ist zoomt überhaupt nicht. Ja, Zoom muss noch freischalten anderen. Ja, nee, die 3 kriegt man von der Seite hier nicht, weil das Schild im Weg ist. Ja. Warte mal, wie ist denn die 3? Wir haben einen Sicario mit MP. Da drüben, neben dem Container. Ich gehe einfach mal ganz rum. Nee, okay, die 3 kriege ich von hier auch nicht. Alternativ steht hier ein Panzer, mit dem wir da reinfahren können. Nö, mach ich nicht. Nö, sehen wir gar nicht ein. Also die 1 habe ich in Visier, die 2 habe ich in Visier, die 3 nicht. Ich habe gleich die 3 im Visier, wenn ihr im Moment wartet. Ich bin ja nicht faul, sondern bewege mich. Na dann, mach mal. Moment. Gut, 3 ist im Visier. Warte. Dann nehme ich die 1, ja? Ja. Seid ihr ready? Moment. Einer muss zählen. Ja, du hast doch gerade Moment gesagt. Ja, einer soll zählen. 3, 2, 1, go. Alle 3 tot. Sehr gut. Okay, warte mal, ich zähle dann gleich auf den Kasten von dem. Von dem Funkturm. Muss noch einmal leuchten. Ich weiß, da ist noch eine Person, ne? Richtig. Ist da sonst noch wer in dem Camp? Nein. Nicht an dem vorderen, aber dahinter wieder. Dann schalte ich den aus, ja? Ja. Ausgeschaltet. Ich gehe jetzt ins Camp. Funkturm ist offline. Okay. Keine Heli-Unterstützung. Ich rücke auf. Also von meiner Position hier kann man sehr gut die Lage überblicken. Oh, da ist noch einer! Oh. Ja, da unten zwischen. Soll ich da den Strom ausschalten vom Camp gleich? Ich bin gerade am Stromkasten. Ja, also kannst du machen, aber sie können halt keine Luftunterstützung mehr rufen. Ich könnte mal wer zu dem Stein hier bei mir kommen, dann können wir hier ein paar Leute ausschalten. Da oben? Okay. Bevor sie dich sehen. Aber es wird wahrscheinlich ein bisschen Aufsehen erregen, wenn kein Strom mehr da ist. Okay, alles ist gut. Deshalb warte ich erstmal kurz. Also der ist noch wichtig, der ist am Geschütz dran. Oh, Alter! Bitte, was denn? Nein, Nummer 4. Ich rede mit mir selbst. Ach so. Ich muss mal kurz was zu trinken einfügen. Viel Wasser trinken. Alle mal stehen bleiben. Es sind Gegner in der Nähe. So. So, Mo, ich bin bei dir. Warte, ich auch. Okay, das Problem ist, die Nummer 1 ist da runtergelaufen. Die werden wir von hier also nicht erwischen. Außer Pascal. Ja. Kannst du mal, warte, wie ging das nochmal? Mo, rechts, rechts, rechts! Was? Die 1 habe ich im Visier. Sehr gut. Wir mussten kurz wen ausschalten. Die 1 hast du im Visier. Ja. Gut. Die 3 so stehen bleibt, habe ich die 3 im Visier. Wollen wir die machen? Ja. Baratur Visier 2 an, wenn du kannst. Gerade schlecht. Ich muss das sich noch mal bewegen. Die geht gerade weg, 1. Solange du sie noch im Blickfeld hast und sie abschießen kannst. Kannst du nicht abschießen. Ich sehe sie zwar, aber ich kann sie nicht so weit runterzoomen. Dann hock dich hin. Okay. Kann. Gut, warte, 3 bewegt sich gerade. Moment. Okay. Ready?
Ja. 3, 2, 1, go. Fuck, das war's mit ihm. Ja, die 3 ist gerade bei mir dahinter gerannt. Sehr gut. Die steht jetzt dahinter. Ich kann die von hier nicht abschießen. Wow. Wenn er versucht, ins Camp zu laufen, erwische ich den. Gut, dass das nicht viele Schüsse brauchte. Ja, ja, jetzt ist ein bisschen aufgeregt. Okay, dann sollten wir uns hinlegen. Ein Mann am Geschütz. Sie rennen von der Seite? Mann am Geschütz ist weg. Mann am Geschütz ausgeschaltet. Zwei Ziele da auf dem Berg. Die kommen von der Seite. Die versuchen, Pixelate zu kriegen da oben. Ich lade nach. Ich glaube, das ist nur noch einer. Nee, nee, da werden noch mehr sein. Setz mal eben die Drohne ein. Ich sehe noch einen. Och nö. Okay. Leute. Schon wieder. Also wenn noch welche da sind, dann sind die im Camp. Also beziehungsweise sind die in Gebäuden. So ist keiner da. Ich bin gleichzeitig tot und gleichzeitig nicht tot. Ich komme hier nämlich nicht wieder hoch und wenn ich da runtergehe, bin ich wahrscheinlich tot. Dann bleib einfach da. Oder ich kann einen falschen Sprung machen. Das will ich sehen. Warte, ich will erst in eine bessere Position. Ich hoffe, das klappt. Ich weiß nicht, ob das hoch genug ist. Ich kann es aber ausprobieren. Okay. Immer. Ich weiß auch nicht, du musst halt sofort drücken. Okay, 3, 2, 1. Aber er hat den Fallschirm gezogen. Es ist möglich. Bist du jetzt gestorben? Ja. Oh. Ich bin sicher von euch gespawnt, ja. Ja, deshalb, weil du bist wahrscheinlich am Ort gewesen, wo wir dich nicht wiederbeleben konnten. Du bist auf dem Gerüst hier gelandet. Du stirbst allgemein, glaube ich, sofort so. Jetzt habe ich gar keinen Strom ausgeschaltet. Ich bin ja wieder da. Ich glaube, es sind alle weg. Nein. Ich hab doch gedacht, dass das... Doch, es müssten alle tot sein. Da ist aber noch... Oder beziehungsweise, Gebiet. Wenn dann... Also, wenn, dann muss in den Gebäuden einer sein. Die sehen ein bisschen nervös aus. Ja, nämlich in dem großen Gebäude, was wir aufsprengen müssen. Die Funkstation des Kartells in... Treffen. Kommst du darauf? Da ist auch ein... Ist ein Munitionslager hier? Ja. Ja gut, ich brauche nämlich Munition. Du stehst direkt davor, Jordan. Das ist ein Zugriffding. Ich hab ein C4 dahin gelegt, aber ich jag's noch nicht hoch. Ja, wir sollten erst auf die anderen warten. So, beitreten, dann auf scharfes werfen. Ich mach mal Schalldämpfer weg, brauchen wir ja nicht, ne? Was ist denn das hier? Nö, dabei nicht. Carsten, Stahlstein. Oh, sehr gut, du bist schon in Position. Oh, ja, ich hol mir auch noch kurz den Punkt, Moment. Warte, dann gehe ich von der anderen Seite. Ach, ich habe gar kein C4. Na warte, Baratur, ich folg dir. Ich hab C4, ich bleib dann hier an der Seite. Wenn er da sprengt. Ja, dann gehe ich hier rein ins Haus. Okay, warte, ich positioniere mich neu. Oh, ich hol jetzt auch noch den Punkt. Okay, Spitzelstunde. Ob Santa Blanca viele von dem verleiht? Ich hab das C4 dich da erwischt, ne? Das werden wir gleich wissen. Dann leg los. Ja. Wärmebild anmachen. Zieh linke Seite. Tango down links. Shit, bin getroffen. Gerät links rum. Ihr Leute sind weg. Treppe, weitere. Drei Tangos down. Geh hoch. Da, rechts. Das wichtige Ziel ist in einem Fahrzeug, hat er gesagt. Nee, das Ziel ist hier, oder? Wir müssen das Netzwerkrelais doch ausschalten. Ich decke. Oh, scheiße. Gut gemacht. Jetzt noch weniger. Ja, wer sitzt denn hier drin? Ja, ich. So! Tango getroffen. Hast du das nicht angezeigt, dass dir die Namen angezeigt werden? Ja, der wurde mir draußen angezeigt. Deswegen bin ich ans Auto gestiegen. Boah, schön in die Nüsse getreten. Genau so will ich das haben.
Genau so, so und nicht anders. Hallo Mo. Hi. Hallo, hier drin ist? Ich glaube, hier ist irgendwo noch einer, oder? Ja. Ihr habt hart gearbeitet, Freunde. Wie sagt ihr, der Beginn einer wundervollen Zeit? Warte, hier war eine, Knarre im Moment. Einer von uns rotiert sich ganz stark. Einer was? Schon gut. Rebellenaufklärung. Fordern Sie Aufklärung eines kleinen Bereichs an. Belohnung. Können wir kurz warten? Ich möchte einmal kurz hier... Ich würde gerne die Waffe haben. Wo war die denn? Welche Waffe? War eine Waffe, die auf dem Boden lag. Ach so. Im anderen Camp sind noch Dokumente. Ja, hier ist noch... Oh ne, das ist Dreck. Guck mal, was ganz... Ah, oh, Dreck. Ja, der hat ein Glas voll Dreck. So. Was ist hier drin? Noch mehr Dreck. Ja. So, hier ist ganz doof. So, das muss doch hier ja, bei dem Stromkanister sein. Ja, weil meine die Dokumente da noch sind. Oh ja, oh ja. Naja, zur Seite, ich komm da nicht ran. Ich treffe Kantareko, Bokita. Wende dich an El Muro. Ich will auf keinen Fall mit El Muro. Wende dich an El Muro. Ich sage, ich bin Ritter del Sueño, verstehst du das? Wow, was ist das? Bis jetzt sind alle Alternativwaffen echt Schrott. Nichts, womit ich nicht klarkäme. Ich kann nur keine Geschäfte machen, wenn ich mich jede Minute umsehen muss, verstanden? Ich muss meine Tochter schützen. Roman sagt, Nidia hat einen Wohltätigkeitsverein. Eine echte Philanthropin. Klar. Geldwäsche? Schlimmer. Eine Art Studentenaustauschprogramm. Sie nimmt bolivianische Teenager und schickt sie in die USA und nach Europa. Ja, zum Eiffelturm schaffen sie es vermutlich nicht. Ja. Und wenn